Das ist er also. Der neue Münsteraner Hauptbahnhof. Am 24.06. wurde er feierlich eröffnet und man sieht wirklich, er ist ziemlich modern geworden. Mit seinen lichtdurchflutenden Fenstern zählt er zu den, ja, im Moment wirklich aktuellsten der Bahnhöfen in Deutschland. Und wir gehen jetzt erstmal rein und gucken uns ein bisschen um und folgt mir einfach. Angekommen in der Empfangshalle im Münsteraner Hauptbahnhof sieht man, es ist einfach ziemlich hell geworden hier drin. Also es sind ganz große Fenster hier, man kann alles wirklich sehr gut erkennen. Und es gibt hier auch ganz viele Läden. Zum Beispiel gibt es einen Buchladen, es gibt ganz viele verschiedene Fastfood-Läden hier und auch Bäckereien. Und hier hat sich einiges drin getan. Rund 68.000 Reisende pro Tag besuchen den Münsteraner Hauptbahnhof. Mit seinen 8.000 Quadratmetern bietet er viel Platz für Büros, Gastronomie und auch den einen oder anderen Verkaufsladen. Der Bahnhof misst eine Länge von 150 Metern und eine Höhe von 14 Metern. Die Front ist komplett verglast und bietet einen großzügigen Lichteinfall und auch das 100 Meter lange Glasdach unterstützt die freundliche Atmosphäre. Die Stadt investierte bisher ca. 76 Millionen Euro in den dreijährigen Umbau. Um auch von außen einen guten Eindruck zu machen, stellt die Stadt Münster moderne zweistöckige Fahrradstellplätze aus den Niederlanden zur Verfügung. Auch der Halteplatz für Taxen befindet sich nun vor dem Bahnhof. Jetzt interessiert uns aber noch, wie die Münsteraner über den neuen Bahnhof denken. Ich habe 30 Jahre in Münster gewohnt, also ich kannte den alten Bahnhof noch. Es ist gut geworden, gelungen, sauber, Toiletten sind auch sauber jetzt, alles gut. Schick, ich finde die Glasfront schön, die sie gemacht haben und finde es auf jeden Fall um einiges schöner als den alten. Es ist denen wirklich gut gelungen. Bedingt durch die Verglasung und alles so hell ist. Auch mit der Dach ist ja oben auch Verglasung. Also ist sehr gut gelungen. Das ist schon so ziemlich einmalig, das sieht man nicht überall. Ich bin ganz froh, dass es Zeitschriftenläden gibt, Bücher, dass man sich die Zeit vertreiben kann, wenn man seinen Zug verpasst hat. Das Einzige, was man vielleicht noch machen könnte, verbessern könnte, für die Wartenden, dass man vielleicht noch ein bisschen mehr Sitzplätze einrichtet. So ganz begeistert bin ich nicht, muss ich gestehen. Ich finde, es war von außen optisch ganz schön. Es ist auch innen heller als vorher. Aber ich finde, es ist platzmäßig nicht so schön, nicht so großzügig gelöst. Hinterm Bahnhof die Ecke, dass die ein bisschen sauberer gemacht wird. Also der Prima Platz zum Beispiel und die ganzen Fahrräder hier, aber das gehört halt zumindest dazu. Noch mehr Möglichkeiten zum Einkaufen, also halt nicht nur Essen, auch andere Sachen wie zum Beispiel Klamotten oder sowas wäre auch sehr sinnvoll. Wir haben auch einen Experten gefunden, der uns etwas zum Bahnhof erzählen konnte. Richard Halberstadt von der CDU ist Ratsherr in Münster und im Aufsichtsrat für Wohn- und Stadtbau. Der Bahnhof, wo ja die Geschäftsleute, Anwohner seit über 30 Jahren für gekämpft haben, ist sehr schön geworden. Transparent, hell, freundlich. Und für uns war es auch immer wieder wichtig, dass der Bahnhof barrierefrei ist. Klar, kritische Stimmen, die gibt es, wo man sagt, Mensch, warum nicht einsässige Einzelhandel hier oder Lebensmittelläden? Das hätten wir uns sehr gewünscht. Aber jetzt muss man mal gucken, wie wird das angenommen wird. Klar, und die Bahn sagt natürlich auch, wir wollen natürlich auch was erwirtschaften, wovon natürlich dann der Bahnhof auch lebt, alleine schon wegen der Miete. Die Miete hat wahrscheinlich auch viele Einzelhändler gehindert daran, dann selber in den Bahnhof hereinzugehen. Im Moment sollte man vielleicht einmal die 100 Tage abwarten, wie spielt sich das ab im Bahnhof. Und auf der anderen Seite sagen wir natürlich auch nochmal ganz klipp und klar, das Umfeld des Bahnhofs wird und soll nochmal aufgewertet werden. Wenn Sie also Lust haben auf gutes Essen, verschiedene Unterhaltungsprogramme und auf ein innovatives Münster, dann schauen Sie doch einfach mal am Hauptbahnhof vorbei. Nun bleibt aber abzuwarten, ob der neue Bahnhof die Pendler und Münsteraner überzeugen kann.